Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Midwell Dynasty. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich das letzte Mal stehen geblieben sind. Hatten wir als letztes die Hütte gebaut hier? Ja, ne? Ich glaube schon, oder? Naja, auf jeden Fall gehofft gesprungen. Willkommen zurück und ich freue mich, euch wieder zu diesem, weiß ich nicht, also einfach grandiosen Spiel zu begrüßen. Das hat man selten, dass ein Spiel rauskommt im Early Access und dann so fantastisch erstmal aussieht, von der Grafik her. So fantastisch und flüssig läuft und einfach auch so wirklich relativ harmonisch läuft. Also aussieht, wirkt und ja, es macht mir einfach Spaß, dieses Spiel einfach immer wieder anzuschmeißen und zu gucken, was ändert sich hier auch. Dadurch, dass es ja im Early Access ist, bekommt es auch immer wieder Updates und Patches und ich glaube, man hat jetzt hier auch sogar Reittiere und die Map wurde nochmal geändert und solche Geschichten. Also ich finde es wirklich beeindruckend, was teilweise Entwickler im Early Access schon hinbekommen. Besonders beeindruckend von kleinen Entwicklern, die ja noch nicht so die große Unterstützung haben wie jetzt zum Beispiel größere Entwickler. So, ja, wir fangen auch einfach mal an. Wir haben ja hier unseren Inventar und jetzt gucken wir mal beim Journal, was unsere aktive Quest denn war. So. Jagd Wildschwein haben wir schon, Jagd Fuchs und Baron Jagdhütte. Das wäre praktisch die nächste Quest, was so das Kapitel betrifft. Story Quest wäre die Geschichte von Unigeist, da 2. Da müssen wir auf jeden Fall warten, erstmal glaube ich. Warte auf weitere Ereignisse. Und ja, bei Alvins Geschichte, da müssen wir warten auf den nächsten Tag. Okay, dann besuchen wir mal Alvin. Vielleicht hat er ja mal was für uns. Aber ich glaube, wir hatten alle Quests hier erledigt, ne? Glaube ich. Also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich nehme einfach an, dass wir alle Quests hier erledigt haben. Schauen wir mal. Irgendwas höre ich doch hier. Alvin. Ey, mein Großer. Hey, hast du einen Moment Zeit? Kannst du ein wenig zur Seite gehen? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Okay. Okay, da hat anscheinend auch noch nicht was für uns groß. Müssen wir ihn mal fragen, ob er jetzt mittlerweile was für uns hat? Nee. Also wir können höchstens bei ihm kaufen, ja, aber das war's dann auch. Alles andere, ja, ist halt noch nicht so aktiv momentan. Okay. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und dann hau rein. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal im Inventar. Fleisch haben wir, glaube ich, ne? Ich bin vergiftet? Wieso? Wenn der Charakter bestimmte Pilze oder verdorbene und unlesbare Nahrung isst, versucht
Dies ein Abfall von LP, kann tödlich sein. Der Verzehr von Essen hat in diesem Moment keinen Effekt. In solchen Situationen kann die Ehefrau deinen Charakter heilen oder du versuchst es mit Johanniskraut. Ui. Das ist denn nicht so schön. Haben wir denn Johanniskraut? Ja. Johanniskraut zu uns nehmen. So, jetzt kann ich es essen. Okay. Gut. Dann müsste ja praktisch eigentlich die Vergiftung wieder aufhören, oder? Ist es denn Vektoren, das Fleisch, was wir haben hier? Oder ist es rohes Fleisch? Das kann natürlich auch rohes Fleisch sein. Warte mal. Oh Gott, oh Gott. Ist natürlich nicht so schön. Trockenfleisch, warte mal, ist das vielleicht das richtige Fleisch? Ich glaube, das können wir essen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. So, hoffen wir mal, dass die Vergiftung jetzt schnell wieder weggeht. Wir werden jetzt auch nochmal schnell was trinken. Und hoffen, dass wir gleich auch nochmal essen können, vernünftig. Also Vergiftung scheint weg zu sein jetzt. Gott sei Dank. Okay, dann schauen wir noch mal, dass wir die Hauptgeschichte dann praktisch weitermachen oder die Kapitel. Guck mal, hier oben gibt's eine Quest.
Wir sind aktuell hier, also müssten wir dann praktisch nur hier runterlaufen und dann hier hoch nach Paranya, okay, oder wie das heißt. So, wir müssten aber auch. Die Quest so ein bisschen nachverfolgen. Und versuchen, die Aufgaben zu erfüllen, ne? Das heißt, praktisch noch 3 Füchse jagen und dann die Jagdhütte bauen. Hier ist noch ein Hase, der hoppelt. Da ist auch noch ein Hase. Warte mal, treffen wir den? Ja. Nicht unbedingt, ja. Ich brauche aber Füchse, Leute. Ich brauche Füchse. Ich muss Füchse killen. Die laufen doch bestimmt auch noch irgendwo hier rum, oder? Wildschweine haben wir schon. Ich sehe hier leider weit und breit keine Füchse. Das hilft mir jetzt leider auch nicht weiter. Ich brauche 14 Leute. Wildschweine laufen hier genug lang, Rehe und Hirsche auch, aber ich sehe hier überhaupt keine Füchse. Thank you.
Okay, jetzt. So, du hast gedacht, du könntest mich, ne? Hab ich gedacht, du kleines Wildschwein. Du. So, jetzt haben wir zweimal Leder und viermal Fleisch wieder rausbekommen. Ja, jetzt sind sie nachtaktiv, ne? Jetzt greifen sie uns an. Das ist ja auch immer das Gefährliche hier. Gerade was Wald betrifft, aber... Im Dunkeln sieht man ja auch kaum was. Wir schlafen eine Runde. Ja, den Tag schlafen. So, sprich mit Erlin. Das machen wir dann doch. Bin mal gespannt, was er jetzt von uns will. Das ist ja die eine von den Story-Quests. Da ist aber auch noch eine... Ah, da laufen aber weitere Quests rum. Das ist gut. Wo läuft denn Alvin rum? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir statt... Wo ist er denn? Ach, da ist Alvin, ne? Ja. Was gibt's Neues, Alvin? Ich habe den Konflikt meiner Mutter mit Tiaru Nivasat. Ihr Sohn Dalero wird meine kleine Schwester Olga nicht alleine lassen. Weiter. Ich verstehe, dass es für ihn nur ein Spiel ist. Schließlich habe ich in seinem Alter mit Doprimira, seiner ältesten Schwester, gespielt. Ich war eine Ritter mit einem Stock statt einem Schwert, aber ich habe ihre Ehre verteidigt. Ui. Jedenfalls bist du ein Dummkopf. Ich glaube, er braucht etwas, das ihn beschäftigt und von meiner Schwester fernhält. Es wäre... okay. Liefer bis Dalipo ein Stock. Okay. Wo ist er denn? Machen wir mal. Ist er das? Nee, er ist Liefer, Wielebo. Kacke. Ist er das? Ja, ne? Er muss es sein, ja. Hey, du bist Dalebor, richtig? Hallo. Und? Du siehst sehr stark aus für dein Alter. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß eine Menge über sie. Hast du gehört, dass sie alle schon in deinem Alter angefangen haben, zu lernen, wie man ein Holzschwert kämpft? Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen? Nicht, Ritter. Zufällig habe ich eines bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Es mag unscheinbar aussehen, aber es ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Gib einen Stock. Es sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus, um deine Gegner zu überraschen. Und du weißt, was Ritter noch tun, außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Auch das. Aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass sie ihnen keinen Schaden zufügen wird.
Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Aha. Also gut, danke für das Schwert, nicht Ritter. Jetzt werde ich die Damen und Kinder verteidigen. Gern geschehen, junge Herr. Gern geschehen. So, dann wird man auch ungebetene Gäste los. So. Du bist Lambert, mit dir wollen wir nicht reden. Du bist Reinhold, mit dir wollen wir auch nicht reden. Wir wollen mit Alvin reden. Hallo, ich habe dein Problem mit Dalibor gelöst. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Der junge Mann hört oft niemanden. Du hast mich mit dieser Stock- und Rittergeschichte auf die Idee gebracht. Ich erhält dieses Brot von Joe Promio als Entschuldigung für das Verhalten ihres Bruders. Aber ich denke, du hast es dir verdient. Hier, nimm es. Vielen Dank. Kein Problem, manchmal gibt es mir Sachen aus der Taverne ihrer Mutter. Oh, steht ihr euch nah? Nein, ich weiß es nicht. Also gut, bis bald. Okay. So, das war auf jeden Fall Alvins Geschichte. Wir warten auf den nächsten Sommer. Bis wir mit Alvin sprechen. Vorher interessiert er uns nicht. So, schauen wir mal. Wir sind offiziell bei Questen, die wir annehmen können. Okay. Ja, gut, dann muss man halt mal gucken, wie wir das am besten jetzt machen. Okay, also wir können ja nochmal die Quest annehmen, die wir hier finden. Ich glaube, eine war hier. Hey, hast du einen Moment Zeit? Hallo. Entschuldigung, meine Mutter hat mir gesagt, ich soll nicht mit Freunden reden. Okay. Hallo, ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Alter, 52, warum nicht? Sicher, warum geht's? Okay. Roberta. Hallo, hey, hast du einen Moment Zeit?
Entschuldigung, meine Mutter. Ah, okay, alles klar. Du mich auch. Unikost. Hast du denn eine Quest für mich? Sicher, warum geht's? Hast du den Adling gesehen, der gerade vorbeikam? Ich hörte die Leute sagen, dass er tolle Gewänder trug. Er sah großartig aus. Man konnte wirklich die Kreativität des Nähers sehen, der es gemacht hat. Okay. Hallo. Ich brauche die Hilfe eines starken Mannes. Ich werde dafür bezahlen. Ich muss meine Familie ernähren, aber die Lebensmittel sind verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Okay, Münder, so für den. Okay, das ist eine Quest von zwei, die wir hier haben. So, die nächste Quest soll ja auch hier sein. Wo? Hier unten. Dann bist du wahrscheinlich unsere Quest. Hallo, hey, hast du nur Zeit? Okay. Nee. Okay. Dann sind es eure Nachbarn. Hey, hast du nur Zeit? Okay. Keine. Radomir, kann ich dir bei etwas helfen? Hallo? Kannst du mir helfen, ein Problem zu lösen? Vor kurzem kam es zu einer Überpopulation dieser Tiere und sie wurden zu einer Bedrohung für das Gleichgewicht in diesem Gebiet. Kannst du sie loswerden? Klar, ich würde sie jagen. Alles klar. Und schon haben wir die Tiere, die nächste Quest mit Tieren überfüllt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon zwei Questen angenommen. Und ja, ich kann einfach nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Damit würdet ihr mich und diesen Kanal sehr unterstützen. Auch wenn wir jetzt eigentlich gefühlt fast nie was irgendwie groß gemacht haben, außer mit Alvin nochmal gesprochen. Und immer noch die Füchse am Suchen sind. Ja. Sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil ich mache an dieser Stelle mal einen Cut. Und dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!